Hallo und herzlich willkommen. Heute ist dein erster Tag als Hotelfachfrau oder Hotelfachmann im Hotel an der Therme Bad Sulza. Du hast sicher auch schon das ein oder andere Mal in einem Hotel übernachtet. Heute zeigen wir dir mal, was hinter der Rezeption so los ist. Guten Tag, Kleinschmidt mein Name. Ich habe für meine Frau nämlich ein Zimmer reserviert. Guten Tag, dann erst einmal herzlich willkommen bei uns im Hotel Resort Schloss Auerstedt. Da schaue ich gleich mal nach. So, Familie Kleinschmidt, dann bräuchte ich hier unten nur noch eine Unterschrift von Ihnen. Hallo, mein Name ist Magdalena und ich mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Dazu gehört nicht nur die Arbeit an der Rezeption. Heute Morgen haben wir schon einige Zimmer für unsere Gäste vorbereitet und die schauen wir uns doch gleich mal an. Magdalena überprüft noch einmal, ob auf dem Zimmer alles stimmt. Während deiner Ausbildung als Hotelfachkraft wirst du am Anfang auch im Housekeeping, im Restaurant und in der Küche arbeiten. So kannst du alle Bereiche genau kennenlernen. Ja, soweit sieht eigentlich alles super aus und die Gäste können gleich ihr Zimmer beziehen. Dankeschön. Dann bekommen Sie schon mal Ihren Zimmerschlüssel. Danke. Und bevor ich Sie gleich auf Ihr Zimmer begleite, noch ein paar kleine Informationen zu unserem Haus. Hinter Ihnen befindet sich unser Frühstücksraum. Dort können Sie dann morgen von 8 bis 10 Uhr frühstücken. Als Hotelfachkraft hast du rund um die Uhr mit Menschen zu tun. Ob mit Gästen oder Kollegen, ein freundliches und professionelles Auftreten ist immer wichtig. Ja, das, was du bisher gesehen hast, ist der typische Ablauf, wie wir Gäste empfangen. Wenn du eine Ausbildung bei der Toscana World in Auerstedt oder Bad Sulza beginnen möchtest, dann wirst du auch in beiden Standorten eingesetzt. Und nun übergebe ich dich in die kompetenten Hände meiner Kollegen in Bad Sulza. Bis dann! Hallo, mein Name ist Annalena und ich zeige dir, was noch so zu tun ist. Wir haben eine große Therme mit Hotelzimmern und Reha-Gästen, die wir betreuen. Des Weiteren richten wir oft Veranstaltungen aus, in deren Planung und Organisation wir eingebunden sind. Zum Beispiel heute bei einer Konferenz. Annalena spricht sich gerade mit einer Kollegin ab, die eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau macht. Sie planen gemeinsam ein kleines Buffet für die Tagung. Damit daraus ein Erfolg wird, arbeiten hier immer alle im Team zusammen. Aber bevor es mit der Tagung losgehen kann, stehen noch einige Aufbauarbeiten an, bei denen jeder mit anpackt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Magdalena auch hier arbeitet. Als Hotelfachkraft gehören zu deinen Aufgaben neben Gästebetreuung und Organisation auch Büroarbeiten. Du schreibst Rechnungen und hilfst dem Marketingteam, das Unternehmen regional wie überregional zu präsentieren. Nun hoffe ich, dass dir dein erster Tag bei der Toscana World gut gefallen hat und du die Ausbildung zur Hotelfachfrau genauso interessant findest wie wir. Bis bald! Schön, dass du uns heute über die Schulter geschaut hast und wer weiß, vielleicht bist du eines Tages ein Mitglied in unserem Team. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin dir einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!